Die erste Fisch- und Pflanzenbörse der Hotonia Darmstadt findet diesmal nicht wie gewohnt am Wochenende der Zeitumstellung statt. Da die Ostertage auf dieses Wochenende fallen, rutscht der Termin nach vorne und zwar auf den 16. und 17. März 2024. Die Börse kann am Samstag, den 16. März von 10 bis 16 Uhr und sonntags am 17. März von 10 bis 14 Uhr besucht werden. Für Erwachsene kostet der Eintritt 2 Euro, Kinder sind frei. Auch dieses Mal werden die Fische und Pflanzen in unserem Börsenhaus angeboten und von fachkundigen Mitgliedern betreut. Die Vereinsmitglieder stehen in jedem Fall für alle Fragen und Gespräche zur Verfügung. Sicher ist auch in diesem Jahr das Angebot an Fischen, Pflanzen und Aquaristikartikeln für viele Besucher wieder recht interessant. Und so mancher Börsenbesucher wird fündig werden. Wir wünschen uns für die Börse eine gute Teilnahme. Wie in der Hotonia News 324 bereits angesprochen, soll die Sumpfwiese umgestaltet werden, um für Grasfrösche ein Biotop zu schaffen. Der Anfang dazu wurde bereits gemacht. Es wurde Laub und heruntergefallenes Geäst beseitigt, sodass die Wasserstellen der Sumpfwiese jetzt gut zu sehen sind. So wird nun Schritt für Schritt der Tierschutz umgesetzt. In dem blauen Bassin soll Froschlaich vom Grasfrosch angezüchtet werden, um dann die Kaulquappen in die Flächen der Sumpfwiese oder in einen der Teiche umzusetzen. Auch die auf dem Hotonia-Gelände angesiedelten Bienenvölker beginnen jetzt langsam ihre Arbeit aufzunehmen und besuchen Blühpflanzen und andere Blüten. Wir haben im Hotonia News 324 einen Fehler eingebaut. Wer den findet und per E-Mail an uns schickt, erhält als Preis diesen schönen Hotonia-Becher. Vereinsmitglieder sind von diesem Gewinnspiel leider ausgeschlossen. Es gewinnt der erste Mail-Eingang mit der richtigen Antwort. Der Gewinner kann seinen Preis an der Börse abholen. Sollte der Gewinner nicht zur Börse kommen, schicken wir den Hotonia-Becher zu. Das Gewinnspiel endet am 10. März 2024. Verein für Aquarien- und Terrarienkunde Hotonia e.V. Homepage www.hotonia.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Hotonia News vom 4.3.2024.